Was machen die Katalanen sportlich draus aus der aktuellen Situation? Dazu gibt es jetzt ein paar Einschätzungen vom Transfermarktexperten Dennis Krämer. Ja, Neymar ist weg und jetzt stellt sich die große Frage, ist der Kader des FC Barcelona in dieser Saison nun besser oder schlechter als in der vergangenen Serie? Bereits jetzt steht der neue Trainer Ernesto Valverde nach der verlorenen Supercopa gegen Real Madrid in der Kritik und auch Präsident Bartomeu muss sich Kritik gefallen lassen, vor allem wenn man auf die Transfers der letzten Jahre zurückguckt. Lucas Digne, André Gomes, Arda Turan oder auch Aleix Vidal, sie alle konnten sich final nicht beim FC Barcelona durchsetzen. Die neuen Transfers, beispielsweise von Paulinho oder Nelson Semedo, gelten bei den Katalanen eher als Ergänzungsspieler. Vieles hängt jetzt am Neuzugang Ousmane Dembélé von Borussia Dortmund. Der trägt natürlich eine Riesenhypothek auf den Schultern, 105 Millionen Ablöse und dann natürlich auch soll er die Rolle von Neymar bei den Katalanen ausfüllen. Der neue Trainer Valverde muss jetzt in kürzester Zeit ein neues Team formen und die Neuzugänge integrieren. Das Problem ist, auf dem Niveau hat man alles, nur keine Zeit. Vieles hängt von Dembélé ab, ob er diesen Druck standhalten kann. Ich halte es allerdings für verfrüht, zu dieser Phase der Saison schon zu sagen, der Kader des FC Barcelona ist nun weitaus schlechter als in der vergangenen Saison. Dafür ist die Saison noch viel zu lang. Allerdings muss man auch sagen, Barca hat traditionsgemäß in der Abwehr sich nicht verstärkt. Aus meiner Sicht sind Piqué, Mascherano oder Jordi Alba schon so ein bisschen über den Zenit. Da sehe ich eine Schwachstelle und wenn Dembélé wirklich nicht in diese Rolle von Neymar hineinschlüpfen kann, dann bekommt Valverde und dann bekommt der FC Barcelona auch Probleme. Allerdings, bisher ist auf Messi Verlass, der liefert wieder ab und das wird er auch in der kommenden Saison weiterhin tun. Wir dürfen gespannt sein, wie sich der Saisonstart dann weiterhin gestaltet beim FC Barcelona. Fakt ist, die Katalanen haben in der zurückliegenden Transferperiode weltweit die meiste Kohle eingenommen. Natürlich durch den Neymar-Deal und wir haben mal angefangen, da eine kleine Transferkette aufzustellen, wo denn das Geld für Neymar hingegangen ist. Na klar, 105 Millionen Euro wurden erstmal nach Dortmund geschickt für Dembélé. Da partizipiert auch Star Drenn ein wenig mit. Dortmund wiederum konnte sich dadurch die Dienste von Yarmolenko leisten. Und das kann natürlich auch noch weitergehen, wenn beispielsweise im Winter, worüber schon spekuliert wird, Philipp Coutinho nach Barcelona wechselt. Auch dann hätte Liverpool möglicherweise noch mehr Möglichkeiten. Also da kann sich in dem nächsten halben Jahr sicherlich noch einiges tun an der Stelle.